Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Global News hier auf Shuki Banuki New Television. Heute mal aus meinem Garten, denn ich habe mir einen Tag Day aufgenommen, beziehungsweise ich mache heute sozusagen Homeoffice. Während die anderen natürlich wieder irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs sind, halte ich hier die Stellung, um für euch mit denen zu telefonieren. Und deshalb rufen wir jetzt einfach mal den Sascha an. Der Sascha ist nämlich Richtung Chiemsee unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob wir ihn erreichen. Moment mal kurz. So. Wir wählen an. Es klingelt. Hallo, Marc. Sascha, du alter Vagabund, na? Hallo. Wie sieht's aus? Wie ist es am Chiemsee? Schön? Ja, nix mit Chiemsee. Wie? Ich hatte eine fette Autopanne und kam gar nicht bis zum Chiemsee. Ach, du liebe Zeit. Ja. Ja, wir hatten ja vereinbart, dass wir heute vom Chiemsee unsere Folge Global News machen, aber leider bin ich hier 20 Kilometer vorm Chiemsee. Was heißt leider? Es ist wirklich schön hier. Erzähl gleich auch, wo ich bin. Aber mein Auto hat leider einen Geist aufgegeben und jetzt haben wir Wochenende in meiner Welt. Und ich muss jetzt bis zum Montag warten, bis die Werkstätte aufmachen. Und dann bin ich hier sozusagen gestrandet. Und ich bin gestrandet in Unterwössen. Unterwössen? Das liegt doch direkt neben Posemuckel, oder? Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz in der Nähe. Ne. In Wirklichkeit ist es in der Nähe von Reit im Winkel, also gerade so über die deutsche Grenze gekommen. Okay. Und Traunstein ist das so, Region Traunstein, Oberbayern. Ne? Nicht im Oberbayern, sondern in Oberbayern bin ich. Okay. Ganz wichtig, der Unterschied. Ne? Ja. Und hier in Oberwössen ist es wirklich schön. Also ich sitze jetzt hier gerade, ich zeige das mal, warte mal, ich sitze hier auf einer Parkbank und mitten auf einer Wiese. Also hier ist, um mich herum ist hier nur Wiese und Gebirge. Also ich mache jetzt gerade mal das Karussell so. Ja, mach mal. Und da ist nur Wiese und Gebirge. Schön. Und Wiese schön. Und Gebirge. Ja. Ja. Hör mal, dann kannst du die Zeit ja nutzen und heute mal ein bisschen wandern gehen, oder? Mit deiner Familie. Ja, auf jeden Fall. Also wandern ist ganz oben auf meinem Programm. Klasse. Ja. Auf jeden Fall. Da oben, warte mal, ich muss mal gerade gucken, da hinten, mir hat ein Hinterwössen, ne? Also jetzt gibt es ja übrigens 31 Ortsteile. Ne? Ach, du liebe Zeit. Und diese 31 Ortsteile haben insgesamt 3500 Einwohner. Oha. Verstehst du? Ja, schön. Ja. Schön aufgeteilt. Das mal, schön zerstückelt. Ja, rechne das mal runter. Ja, ja. Na, egal. Und ich bin hier in Oberwössen. Oberwössen ist der Unterort von Unterwössen. Verstehst du? Verstehe, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Und da oben auf dem Berg, mal kurz, zeige ich das richtig? Ja, genau. Da oben auf dem Berg, da oben, da ist ein Bergsee, der heißt Taubensee. Und der ist richtig geil. Ja, da muss man auf jeden Fall gewesen sein. Habe ich mir sagen lassen. Okay. Aber da ist ungefähr 3 Stunden hinwandern. Oh ja, das ist doch schön. Ja. Ich werde aber in die andere Richtung, in diese Richtung nachher wandern, also den Weg entlang, weil hier ist so ein kleiner Bach und da ist ein Weg an dem Bach und da ungefähr eine Stunde, dann bist du am Wössner See. Ah. Und der Wössner See ist auch sehr schön. Ab und zu mal verirrt sich dahin Horst Köhler. Jetzt guckst du aber blöd, ne? Horst Köhler? Horst Köhler wohnt in Unterwössen. Mein lieber Scholli. Ja. Mein lieber Horst Scholli. Köhler, unser ehemaliger Bundespräsident, für alle RTL2-Zuschauer. der ehemalige Bundespräsident, der wohnt hier in Unterwössen. Und weil er hier auch schon mal gewohnt hat, und da war ich ja sowas von begeistert, ja, der hat bis vor ein paar Jahren hier gewohnt, das war Stefan Mross. Kennst du? Stefan, das ist doch der Junge mit der Trompete. Der Junge Ex, mit der, der mit Ex von der Stefanie Hertel. Ja. Der Junge mit der angeblichen Trompete. Der hat hier gewohnt. Der hat da gewohnt. Der hat hier gewohnt und der Präsident, also der ehemalige, immer noch. Mein Gott, ja. Du bist ja nur unter VIPs, gell? Wie immer, nur unter also VIPs. Richtig VIP. Ich habe sie noch nicht gesehen, sie haben sich bei mir noch nicht vorgestellt. Aber ich bin guter Dinge, dass da noch was kommt. Ich befinde mich übrigens hier auf einer Höhe von 555 Meter über normalen Null, kennst du? Ja, kenne ich. Normal Null, kenne ich. Ja. Und da hoch, wenn du da hoch gehst irgendwo, also hier auf diese Berge, da bist du schon mal so auf 1000, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Ist man da auf 1000? Ja, ich glaube schon.
mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist aber ganz schön ordentlich, ne? Ja. Aber das geht aber, wenn man das hier sieht halt auf dem Bild, das geht wirklich hier so tschung, so steil. Ne? Das ist nicht irgendwie mal, ja, man geht so allmählich, sondern es geht piu, da kannst du hoch krabbeln. Hast du denn noch eine Badehose eingepackt für nachher, für den See? Ein bisschen Abkühlung. Wie warm ist es bei euch überhaupt? Also hier ist gerade so ein bisschen kühler als die letzten Tage, aber immer noch ganz schön warm. Nee, ich bin ja hier im T-Shirt, sieht man ja hier, ja. T-Shirt schön. Ja. Also ich denke mal, hier sind so 29, 30 Grad. Ja, da kannst du ja wenigstens mal die Füße mal reinbaumeln lassen in dem See. Ne? Ja. Ja, genau. Das werde ich machen. Auf jeden Fall. Ich bin ja Profi, Badehose habe ich immer in der Tasche. Wie immer, ne? Wie immer. Ja, genau. Ja, also hier unter Wössen ist ein Knaller. Muss man mal gemacht haben. Ich bin übrigens, warte mal, ich zeig's mal. Ich bin untergebracht hier im Sonnenbichel. Da, guck mal. Da bin ich untergebracht. Noch 2 Tage. Aber bis das auf Shoki Banoki New Television kommt, bin ich auch wieder weg. Von daher. Dann wohnt er da schon mittlerweile. Ne? Neben Stefan Ross aus seinem Ex-Haus. Ja, ja, genau. Oder ich guck mal, ob ich irgendwie einen anderen VIP noch irgendwo treffe, weißt du? Ja, ja, mach das mal. Ja. Also wenn du noch mal einen VIP triffst, ne, oder wenn ihr vielleicht wisst, was da für VIPs noch gewohnt haben, weil ihr vielleicht selber mal dort gewohnt habt, dann schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Wird uns mal interessieren, ob ihr den Ort auch kennt, dessen Namen ich jetzt mittlerweile schon wieder vergessen habe. Unter Wössen, ja, genau. Genau, das würde uns mal interessieren. Lasst uns das mal wissen. Das wäre schön. Ja, mein Lieber, ich wünsche dir noch eine gute Zeit da. Und hoffe, dass es mit deinem Auto auch alles nicht so wild ist. Ich hoffe auch. Und dass es vor allem auch nicht so teuer wird, man weiß ja immer, ne? Ah. Aber du schaffst das schon. Ich schaff das schon, alles gut. Und wenn du am Chiemsee angekommen bist, dann schreib doch mal eine Karte. Ja, wird wahrscheinlich nicht passieren. Also den Chiemsee werde ich jetzt überspringen und dann direkt nach Hause fahren. Okay. Ja. Dann mach das. Danke, dass du angerufen hast, Marc. Alles klar, mein Gutster. Und Cheerio, Miss Sophie. Alles klar, mach's gut. Tschüssikowski, bis bald, Dinski.